Hallo zusammen, ich mache heute ein Augen-Make-up mit Pigmenten mit meinen neu bestellten, die ich im vorangegangenen Haul-Video auch schon gezeigt habe. Und zwar habe ich mir jetzt zwei Farben dafür ausgesucht. Einmal, geht zu, einmal die Farbe Porcelain. Das ist ein ganz heller, perlmuttfarben schimmernder weiß, Schneeweiß-Ton kann man sagen. Und dann möchte ich noch Grey Expectations verwenden. Und mit diesen beiden Farben werde ich jetzt ein Augen-Make-up kreieren. Ich trage erstmal die Coral Reef Eye Base auf aus der Deep Water LE von P2. Das ist eine cremige Base, die sehr schwer aufgeht. Sieht so aus. Hat einen ganz leichten Schimmer drin und ich habe überall noch Farbe hängen von den Pigmenten. Die verfliegen nämlich in alle Richtungen. So, und ich komme noch ein bisschen näher. Ich nehme das einfach mit dem Finger auf. Das ist ein, also man muss ein bisschen drauf drücken, dass man ein bisschen was abbekommt. So, und trage das dann auf das komplette Augenlid auf. Einfach mit dem Finger jetzt ganz, ganz simpel und banal. So. Die fühlt sich jetzt auch auf dem Auge noch ziemlich cremig an. Ich hoffe, das verschwindet gleich, weil sonst hätte ich die Befürchtung, dass das alles eine ziemlich schmierige Angelegenheit gibt. So, noch auf die andere Seite. Wieder ein bisschen was mit dem Finger aufnehmen. Und auftragen. Ich bin mal gespannt, ob die auch hält. Ich werde euch dann noch Fotos reinstellen, erstmal wenn ich fertig bin mit dem Augen-Make-up und dann von heute Abend noch, wenn ich es den ganzen Tag drauf hatte, ob es dann immer noch so aussieht, bin ich auch schon gespannt. So, ich habe die Base jetzt aufgetragen, dann nehme ich mir einen Lidschattenpinsel zur Hand und habe da auch schon von dem Pigment aufgenommen. Und zwar habe ich vorher ein Kleenex-Tuch genommen und habe das mit dem Perfect Face Make-up Fixing Spray eingesprüht. Von P2 ist das. Ups, oder? Habe das einfach hier so drauf gesprüht und dann den Pinsel da drin angefeuchtet. Also ich bin dann einfach hier so hin und her gegangen in das Pigment rein und habe das jetzt aufgenommen. Und das werde ich mir jetzt ins Gesicht auftragen, in die aufs Auge. Das soll es ja schließlich hin. So, und zwar fange ich am inneren Augenwinkel an. Könnt ihr mich sehen? Ja. Ich fange am inneren Augenwinkel an. So. Und gehe zur Mitte des Augenlides hin. Auch ein bisschen nach unten hin verteilen. So, jetzt möchte ich das aber noch etwas intensiver haben, deswegen gehe ich nochmal mit dem Pinsel in das angefeuchtete Tuch rein und nehme nochmal etwas Pigment auf. So, ein bisschen abklopfen, damit die restlichen Krummels runterfallen. So, und ihr seht, wie intensiv das gerade wird. Und genau das wollte ich auch erreichen. So. Schön verteilen. So sieht das jetzt aus. Und dann machen wir das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Seite. Ich nehme mir noch mal etwas von dem Spray auf und gehe wieder mit dem Pinsel hier drüber. Lululululu. So. Und wieder etwas Pigment aufnehmen. Abklopfen. Und jetzt ist das andere Auge dran.
Lasst euch nicht beirren, wenn das erstmal aussieht, als würde das sich nur an einer Stelle absetzen. Ihr könnt das trotzdem im Nachhinein noch ziemlich gut eigentlich verteilen. Es sei denn, ihr quatscht so viel wie ich dabei, dann ist es natürlich irgendwann getrocknet, beziehungsweise diese Flüssigkeit, die wir ja verwenden, sei es Wasser oder dieses Fixing Spray oder irgendwas anderes, das verdunstet ja dann irgendwann und zurück bleibt das Pigment auf dem Auge. Und wenn ihr das in einem Zug macht, funktioniert das auch. So. Jetzt ist das hier an dem Auge noch etwas weniger als hier, deswegen nehme ich nochmal etwas auf. Etwas Pigment. So. So. Und ihr seht, ich gehe wirklich nur so ungefähr bis zur Mitte, etwas weiter drüber, weil wir ja noch mit der zweiten Farbe arbeiten wollen. Also habe ich mir zumindest heute so ausgesucht. Und das machen wir jetzt auch. Dafür mache ich den Pinsel ein bisschen sauber. Einfach an einem frischen Tuch abstreifen. So. Nehme mir nochmal von dem Fixing Spray. Feuchte den Pinsel wieder an. Lalalala. Also der soll nicht nass sein, sodass, wenn ihr drauf drücken würdet, das schon da rausgelaufen käme. Sondern der soll wirklich nur leicht feucht sein, dass die Pigmente eben besser haften bleiben und ihr die dann intensiver auftragen könnt. So. Ich habe hier jetzt von der zweiten Farbe aufgenommen. Und fange jetzt nicht in der Mitte an, sondern ich will ja, dass in der Mitte der Übergang stattfindet, sondern fange deswegen eher außen an. So. Und gehe dann langsam zur Mitte hin. Damit da jetzt aber nicht noch mehr Farbe abgegeben wird, streiche ich den Rest ab an einem Tuch. Einfach so abstreichen. So. Und dann fange ich an, die Farbe so ein bisschen zu vermischen einfach. Und dasselbe mache ich auch nochmal von der anderen Seite. So, das sieht auch schon ganz gut aus. Ich mache jetzt erstmal nur das eine Auge fertig. Das andere wird logischerweise genauso geschminkt. So, jetzt nehme ich nochmal nur mit der Spitze, also ich gehe jetzt nicht flach in das Töpfchen rein, sondern wirklich nur mit der Spitze des Pinsels, nehme ich ein ganz kleines bisschen Pigment auf. Und möchte das jetzt hier am unteren Wimpernkranz platzieren, um da nochmal den Abschluss zu gestalten. Also wirklich nur ganz leicht nochmal eine feine Linie auftupfen. Ah, die Sonne kommt raus, wie schön. Und ihr seht, ich bin auch hier wieder ein Pinselfaulpelz. Ich mache das alles mit einem. Mit anderen Worten, wenn ihr kein Vollprofi seid und das nicht hauptberuflich macht, dann denke ich mal, es ist absolut verzeihbar, wenn man nicht 5 verschiedene Pinsel benutzt. Ich gehe jetzt nochmal in die helle Farbe rein, um in den inneren Augenwinkel nochmal einfach die Helligkeit mit reinzubringen und die Augen strahlen zu lassen. Und ich verteile das jetzt auch am unteren Wimpernkranz.
in Richtung der dunkleren Farbe, so. So, damit die Augen so richtig schön strahlen. So, liebe Sonne, wenn du jetzt mal kurz ein paar Sonnenstrahlen mir herunterschicken könntest, damit man die Reflexionen toll sehen kann. Ich habe mir jetzt noch meinen Black Mania Carbon Black Gloss Eye Pencil dazu genommen. Von Essence ist der. Und setze jetzt nur an den äußeren Winkeln, also ich möchte jetzt keine komplette Linie ziehen rundherum, sondern ich möchte nur an den dunklen Stellen etwas Vertiefung einfach mit reinbringen. Und ich versuche eben ganz dicht an den Wimpern entlang zu gehen. So. Mein Pinsel verliert Haare und dasselbe mache ich auch hier unten. Wirklich nur hauchdünn.